Ladies and Gentlemen, da sind wir auch wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Mafia. In der letzten Folge haben wir ein Hotel in die Luft gejagt, haben, sag ich mal, eine Hure, naja, nicht getötet. Ich hätte sie wahrscheinlich getötet. Und jetzt sind wir von da drüben über eine Leiter hier rüber geklettert. Und ja, sind nun hier. Nicht so super. Ich entschuldige auch gleich meinen Stupfen. Aber geht gerade noch nicht anders. Wir lauschen. Und wurde unerwartet von uns genommen. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. Oh, das ist die Beerdigung. So werden wir alle seiner gedenken. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, der Gutes getan hat. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen. Komm, mein Sohn. Vielen Dank, Vater. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war. Und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei seinem Tode anwesend und... Wie? Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach den fertig! Auf den Boden, Vater! Oh, das werden wir nicht schaffen. Sag ich doch. Na gut, das war jetzt ein wenig unvorbereitet. Ich hoffe, ich kann nicht sehen, jetzt überspringen. Und wo... So ist okay. Verschon mich. Lass mich bitte leben. Oh nein, lass mich bitte. Nein. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe. Und Kinder, du nicht! Bring mich nicht um. Lass mich bitte in Ruhe. Alter, wie viel schluckt der denn? Ich hab Frau und Kinder, du nicht! Nein, Gnade, bring mich nicht um. Lass mich bitte leben. Ich hab Frau und Kinder, du nicht! Ich hab Frau und Kinder, du nicht! Nein, Gnade, bring mich bitte nicht um! Lass mich bitte in Ruhe! Ich hab Frau und Kinder, nein, tu's nicht! Lass mich bitte leben! Ich hab Frau und Kinder, tu's nicht! Nein, bitte verschon mich! Nein, bitte verschon mich! Oh, Scheiße! Nein, lass mich bitte leben! Wir haben ein Problem! Oh Mann!
dich um. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte leben. Lass mich bitte in Ruhe. Na dich jetzt. Lass mich bitte leben. Oh, mein Schnupfwetter. Oh, ich bin es nur. Mein Sohn, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was hast du getan, mein Sohn? So viel Leid, um welchen Preis? Gott wird dir vergeben, aber dies ist schrecklich. Weißt du nicht, dass Mord die größte Sünde ist? Ich weiß, Vater. Aber irgendwie habe ich alles versaut. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So viele Menschen starben ohne Grund. Sie hätten in ihrem Leben viel erreichen können. Vater, diese Menschen waren Verbrecher, Lumpen, Mörder. Der Tote hier vorn wollte mein Mädchen vergewaltigen. Vielleicht hat Gott es so gewollt. Viele Menschen werden jetzt ein leichteres Leben haben. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber was ist mit dir? Kannst du dir selbst ins Gesicht sehen? Du kannst das Blut an deinen Händen niemals abwaschen. Das weiß ich, Vater. Sieh dich um. So eine Verschwendung. Wir müssen die Kirche erneut weihen lassen. Alles ist zerschossen. Ich kann meine Gemeinde hier nicht einlassen. Was soll ich tun? Vielleicht hilft das hier? Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werde es brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Nebenbei gesagt, Vater, Ihre kleine Rede über Billy. Ich wundere mich über eure Wahrnehmung. Billy war kein so guter Mensch und er tat auch nichts Gutes, als er am Leben war. Eskaliert mein Hund da hinten völlig, Alter. Was ist denn hier los heute? W, S, A, ich glaube D. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es keine so gute Idee wäre, mit der Gestalt zu haben. Gott, ey. Das hat dich früher auch nie in dem Tunnel interessiert. Wollt ihr mich verarschen? Ja.
1738. Sie machen Witze, oder? Wie konnten Sie das schaffen? Das war alles andere als gut. Billys Vater, der Stadtrat, war ziemlich sauer auf uns. Und er war Morellos Busenfreund. Ohne die Hilfe der Mafia hätte er sein Amt niemals bekommen. Außerdem begann ja die Polizei auf uns zu hetzen. Also hatten wir jetzt die Gangster und die Bullen gegen uns. Ah, kommen Sie. Hey, beide Seiten haben davon profitiert. Die Polizei stand gut da bei der Verbrechensbekämpfung und kassierte gleichzeitig dicke Prämien von Morello, den sie dafür in Ruhe ließen. Und mit der Hilfe der Polizei konnte Morello seinen größten Gegner eliminieren. Eine ideale Situation. Und für uns liefen die Dinge schlecht. Salieri hat eine Menge Kohle verloren. Und ich fühlte mich nach all dem Morden auch nicht allzu gut. Es schien mir, als hätte alles keinen Sinn. Und dass ich das Leben so schnell und so intensiv wie möglich auskosten müsste, wenn es so leicht war, sein Leben zu verlieren. Vielleicht begannen Polly und ich deshalb mit dem Trinken. Sie haben nicht vielleicht die Nerven verloren? Mein Leben bestand nur noch aus Mord, Verbrechen und Alkohol. Hätte Frank mir da nicht rausgeholfen, wäre es nicht gut ausgegangen. Es war verrückt. Aber plötzlich war er da und wollte mir helfen. Kannst du mich nach Hause mitnehmen, Tommy? Sicher, Frank. Steig ein. Na, wie steht's bei dir, Tommy? Ach, ist schon okay, nur... Aber... Ach, nichts. Ich hab gehört, Pauli und du, ihr genießt das Leben. Ihr zwei habt euch in der Stadt einen Namen gemacht. Muss was mit unserem Geld zu tun haben. Wenn du nicht als ein Wrack enden willst, Tom, musst du deinem Leben einen Sinn geben. Was? Willst du mir etwas über den Sinn des Lebens predigen? Ich habe ein paar gute Jungs gesehen, die mit ihren Problemen nicht klarkamen und vor die Hunde gingen. Normalerweise wird man wegen Geld umgelegt. Oder man wird verrückt und all die Freunde und hübschen Damen sind plötzlich weg. Wie auch immer. Der Don braucht keine Säufer mit zittrigen Händen, die für ihn arbeiten. Solche Leute machen nur Schwierigkeiten. Wenn du nicht aufpasst, bringt dich als nächstes dein bester Freund um, ohne mit der Wimper zu zucken. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Na los, sei du selbst. Vielleicht dein Geld irgendwo investieren. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Hör auf mit den Partys. Geh sonntags mit dem Don zum Rennen. Versuch mit einem Mädchen ins Theater zu gehen oder ins Kino. Du hast viele Möglichkeiten. Und an wen denkst du da, Frank? Ein anständiges Mädchen will doch keinen Killer. Weißt du, ein Polizist tötet, um das Gesetz zu schützen. Und du stehst für unser Gesetz ein. Das ist das Gleiche. Wir stehen nur auf der anderen Seite des Zauns. Du bist kein Mörder, Tom. Denk dran. Nimm niemals Arbeit mit nach Hause. Das gibt nur Ärger. Und wo finde ich die Frau für mich, Frank? Ich dachte, du hättest was mit Luigis Tochter, Sarah. Ich finde, sie ist ein wundervolles Mädchen. Aber du allein weißt, wie weit du mit ihr gehen willst. Ich möchte einen Menschen wie Sarah nicht in Gefahr bringen, Frank. Eines Tages bat mich Frank, in die Bar zu kommen. Er sagte, er hätte einen kleinen Job für mich, also bin ich hingegangen. Tom, zwei unserer LKWs, voll mit dem besten Stoff, kommen heute aus Kanada. Sam trifft sich mit ihnen am Übergabepunkt. Sie sind auf einer alten Farm außerhalb der Stadt und wir müssen die Ladung in die Stadt bringen. Ich schicke zwei LKWs, Pauli fährt mit einem. Ich möchte, dass du auch mitfährst und die Augen aufhältst. Sorge nur dafür, dass alles glatt geht. Hol den Wagen von Ralphie. Pauli wartet drüben beim Lagerhaus auf dich. Bei deiner Ankunft wird Pauli dir ein paar Waffen geben. Okay, Frank? Und das sehen wir dann auch in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein, bleibt da geil. Tschö mit Ö.